Hallo, was waren Sachen? Wollen wir uns mal ansehen, wie man seine komplette YouTube-Karriere binnen weniger Sekunden volle Karacho gegen die Wand fährt und alles zerstört, worauf man hin mehrere Jahre gearbeitet hat? Wenn nein, klickt ein anderes Video an. Wir werden nämlich darüber jetzt reden. Wir reden nämlich heute über Sniper Wolf oder vielmehr das Hauptthema ist das Drama oder der Konflikt, der Beef zwischen SS Sniper Wolf und Jacks Film. Das ist so das Hauptthema. Ich werde bezüglich Sniper Wolves noch ein bisschen mehr erzählen, weil die Gute hat echt einiges getan, wo ich mich dann wundere, dass diese Frau in einem so guten Licht dasteht. Dazu mehr, das ist dann mehr so ein bisschen Anhang für den Zusatz. Jetzt erstmal Vorstellungsrunde. Wer sind unsere zwei Hauptakteure jetzt erstmal? Fangen wir mit SS Sniper Wolf an. Sie hat einen Kanal, sie ist 2013 beigetreten, der ist schon ein bisschen lange, hat ursprünglich Gameplays gemacht, also sie hat Spiele gespielt und ein bisschen was dazu erzählt. Momentan ist sie mehr in die Schiene Reactions gegangen, aber von der schlechten Sorte, meiner Meinung nach. Meistens sitzt sie da, reagiert auf TikToks oder irgendwelche viralen Clips und meistens beschreibt sie, was drinne passiert oder sie sagt einfach nur toll, oh, ah. Also ist sehr wenig Reaktion für eine Reaction, finde ich. Ich persönlich mag das jetzt nicht so. Ich finde Reactions okay, wenn man halt ein bisschen was selbst dazu beiträgt, wenn man einen Kontext dazu bringt oder halt einfach das bisschen aufwertet, indem man halt Nebenwissen oder irgendwas halt dazu beiträgt und nicht nur sagt, wow, Dude wirft Ball, Ball fällt in Loch, toll. Danke, habe ich gesehen, brauche ich keine Erklärung dafür. Ich habe zwei Augen, kann gucken. Vielleicht kann das eine schöne Sache sein für Leute, die gerade die Sprache lernen, dass man halt sieht, was passiert und jemand erklärt das. Im Prinzip habe ich so auch Englisch gelernt. Ich habe mir viele Animations-Storytelling-Geschichten angeguckt, wo halt auch jemand was zeichnet und dann erklärt, was er zeichnet, um besser Englisch zu können. Aber ich glaube weniger, dass das der Sinn und Zweck der Geschichte ist. Das ist halt einfach so eine, ja, ich setze mich hin, mache ein bisschen was und krieg halt sehr viel Geld dafür. Aus irgendeinem Grund ist sie halt auch wirklich sehr, sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Mit da sitzen. Erklären, was passiert. So, kurz Erklärung, wer Sniper Wolf, ein bisschen was werden wir im Nachhinein noch zu erklären, wenn mich das ganze Drama, was jetzt kommt, ja, durchgearbeitet haben. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum zweiten Protagonisten, das ist der Jax-Film. Der Gute ist schon wirklich ein OG von YouTube, der hat schon 2006 angefangen, Videos zu machen, macht allerlei Comedian, Sketche, alles Mögliche durch. Hauptsächlich sein Kanal sind viele Parodien und Sketche, also es ist halt mehr so ein Comedy-Kanal. Und momentan befindet er sich auch auf dem Kriegsfuß generell mit all solchen Arten von Reaction-YouTubern, die halt einfach nichts zur Reaktion beitragen, sondern nur da sitzen und kommentieren, was passiert. Und in seinem Fadenkreuz ist halt Sniper Wolf gefallen und er hat einen kompletten Kanal, JJ Jacks Film, für diese Parodie erstellt und hat erst angefangen, die Videos nachzuäffen quasi. Also er hat sich hingesetzt, hat die Reactions von Sniper Wolf auch darauf reagiert, in ihrer Art und Weise, in der er erklärt, was passiert. Dann war ihm das zu doof, dann ist er drüber gewechselt. Ja, ich bewerte jetzt einfach mal die Reaktion. Wie sind die denn so ausgeführt, so im Schulnotenprinzip? Irgendwann ist man dann übergegangen zu, komm, wir spielen jetzt Bingo, was er auch bis vor kurzem immer noch auf seinem Twitch-Kanal gemacht hat. Ich war auch das ein oder andere Mal dabei und fand es halt irre lustig. Die generell die Idee auf Reaktion ein Bingo mit einzufügen, fand ich sehr, sehr lustig. Mal überlegen, ob wir das auch mal machen können, auf irgendwelche Videos zu reagieren, einfach so eine Bingo-Liste zu machen. Klingt halt funny, es macht auch viel Spaß und zwar ist sie sehr, sehr, sehr eintönig mit dem, was passiert und da passt so ein Bingo halt sehr gut. Es war sehr lustig. Wenn ihr auf sowas steht und mal eine Bingo-Runde mitspielen möchtet, kommt auch mal auf seinem Twitch-Kanal vorbei. Wie gesagt, alles ist unten verlinkt. Ich werde jeden unten einen Link geben, dann könnt ihr euch aussuchen, wo ihr hingehen wollt. Ja. Und das Ganze hat zu einem Drama geführt, weil Sniper Wolf fand es echt nicht gut, dass er halt auf sie reagiert, auf sie quasi als Lachmutter darstellt und er hat an alles Mögliche getan, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Sie hat getweetet, wie doof sie das findet und es hat irgendwie egal, was sie gemacht hat, das hat nicht funktioniert, weil an für sich war Jacks Film ja im Recht. Er hat eine Kritik dagelassen und halt eine Parodie teilweise draus gemacht über ihren Content. Und jetzt ist sie aber, weil alles nichts funktioniert hat, egal was sie gemacht hat, sie konnte das nicht claimen, sie konnte das nicht weitermachen. Im Gegenteil, da haben jetzt immer mehr Leute von TikTok und halt diese ganzen Shortclips
sie geclaimt, sie musste sehr, sehr, sehr viele Clips rausnehmen, weil halt die ganzen einzelnen Leute auch angespornt durch Jacks Film einfach gesagt haben, ja, sie darf meinen Content nicht benutzen. Es ist nicht transparent genug gemacht, dass sie nicht der Origin ist. Es fällt halt nicht unter den Deckmantel, dass man das nutzen darf, weil es einfach in keinem neuen Kontext gebracht wurde, sondern einfach nur abgespielt wurde. Ich versuche das möglichst basic zu erklären, ohne die englischen Begriffe zu nutzen. Ich hoffe, es funktioniert. Wie gesagt, viele ihre Videos wurden geclaimed. Teilweise hat sie anscheinend komplette Videos runtergenommen, soweit ich das mitgekriegt habe, weil halt viele Leute hingegangen sind und ihre Clips halt zurückhaben möchten, weil sie halt keine Credits gekriegt haben, nichts gekriegt haben. Teilweise ist Sniper Wolf so dreist gewesen, dass sie halt Bilder so gecroppt hat oder die Kamera so platziert hat, dass man nicht mal den TikTok-Namen sehen könnte. So das Mindeste, wenn du in TikTok reagierst, dann lass doch wenigstens den Namen im Bild, wenn du den schon nicht verlinkst, dass man halt gucken kann. Wird zwar wahrscheinlich eh weniger nutzen, weil gerade SS-Sniper Wolfs wahrscheinlich, das vermute ich jetzt, eine sehr junge Gruppe hat, denen das ziemlich egal ist. Und die auch nicht weitersuchen würden, wer das jetzt ist, wer dann diesen lustigen Scratch gemacht hat. Sie sehen halt, aha, die Sniper Wolf, die hat darauf reagiert, Thema abgeschlossen, brauche ich nicht mehr gucken. Aber es wäre halt fair, wenn man sagen würde, ich lasse wenigstens den Namen drin und schneide den nicht extra raus oder crop das Bild so, dass der Name nicht zu sehen ist oder nicht gut zu sehen ist. Ja. Und ja, wie gesagt, der guten Sniper Wolf hat das nicht gefallen und egal, was sie getan hat, es hat nichts geholfen. Dann hat sie jetzt gestern, wie ich das Video aufnehme, heute ist der 17.10., am 16.10. hat sie dann, Jacks Film gedoxt. Und das auf eine so hinterhältige Art und Weise, das ist unglaublich. Sie hat das im Laufe einer eine Instagram-Story gemacht. Sie hatte erst ihre Zuschauer gefragt, ja, Kollege Jacks Film, der ist ja gar nicht so weit weg von dem, wo ich jetzt wohne. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wohnen meint oder wo sie halt einfach gerade irgendwie ist, weil sie da irgendwas zu tun hat. Soll ich einmal vorbeigehen? Konnten sie Zuschauer so ein Ja, Nein? Und das zweite Bild war, wie sie einfach vor seinem Haus steht. Also SS-Sniper Wolf macht ein Bild, wie sie vor Jacks Films Haus steht. Das ist kein South Park-Sketch, das ist echt passiert. Ich weiß nicht, welche Synapsen bei dir durchbrennen müssen, dass du als erwachsene Frau denkst, dass das eine okaye Sache ist, die man tut. Fand ein Großteil des Internets halt auch scheiße. Ihre Ausrede war, ist doch alles gar nicht so böse. A, hat der mich ja Hasskampagnen gegen mich geschürt etc. Der hat mich ja gemobbt und hast du nicht gesehen. Und du findest seine Adresse auf Google. Ich bin mir nicht sicher, dass wir immer noch mit einer erwachsenen Frau reden und nicht mit einem 12-jährigen Mädchen. Weil so klingt das für mich. Selbst wenn die Adresse auf Google frei zur Verfügung steht, werde ich die niemals einem Millionenpublikum vor die Nase halten. Sie hat die eigentliche Adresse zwar nicht gedoxt, aber allein, dass sie einfach ein Foto von dem Haus macht, in voller Front. Ich habe jetzt hier das Bild mal eingeblendet. Ich habe das Wichtigste einfach mal ausgekiet, dass man halt wirklich nicht erkennt, wo es ist. Aber Leute sind sehr, sehr affin, was das angeht, dass sie selbst an einem Bild von einem Haus oder an einem Ausschnitt von einem Haus einfach nochmal herausfinden, wo das ist. Das existiert. Das hat Reddit gerade nicht nur einmal bewiesen, dass sie aufgrund minimaler Kleinigkeiten irgendwelche Dinge ausfindig machen. Reddit ist ja so eine Sache, da denkst du, so ein Hive-Mind, wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, finden die das. Auch wenn es nur irgendwo eine blöde Fahne ist, siehe nur dieses No One Will Divide Us Ding von Shia LaBeouf, wo sie anhalb vom Himmel herausgefunden haben, wo so eine fucking Fahne hängt. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, das war eine Aktion von einer, ich glaube, so an die 30-Jährige, ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt sie ist, aber so um die 30 wird sie sein, sie wird so etwa wahrscheinlich in meinem Alter sein, dass das so eine Aktion von einer erwachsenen Frau kommt, ist mir unverständlich. Ja, so, das ist jetzt so das Hauptdrama. So, kommen wir jetzt zu ein bisschen extra. Das habe ich eigentlich als eigenes Video geplant hatte, aber ich will jetzt kein zweites Video machen und ich fand den Docs jetzt doch ein bisschen wichtiger zu reden, jetzt in Kurzformat, so ein paar Dramen, die gute SS-Sniper Wolf halt noch so verbracht hatte. Das Größte oder das, was ich auch noch mitgekriegt habe, war 2021. Kurzfassung, es gab ein krebskrankes Kind. Das Kind hatte sich gewünscht, dass sie ihr Idol SS-Sniper Wolf mal treffen könne.
Es wurde alles in die Wege geleitet. SS Sniper Wolf hat auch tatsächlich ja gesagt. Ich mache einen Videocall mit dem Mädchen, um ihm halt den Wunsch zu erfüllen, weil krebskrank, kurz vorm Sterben. Super traurige Geschichte. Ende von Lied war, Sniper Wolf hat ihren Teil lange nicht eingehalten. Sie hat das Mädchen immer wieder ja, weggeschoben, weggedrückt, weil die hatte wichtige Sachen zu tun, wie beispielsweise Kuchen essen. She set it up with her mom. I got the text conversations, so they have a date to do it, right? Sniper Wolf blows it off. Completely blows it off. She's posted on Instagram that she's out to dinner, all right? She's out partying and living it up. And this 10-year-old is literally dying right now. Sie hatte Ausrede gehabt, ja, ich möchte dem Mädchen mehr wie 5 Minuten meiner Zeit schenken. Und ich kann aber nicht, weil da und da und da und da. Und sie hatte halt wirklich keine Zeit gefunden, sich um ein todkrankes, sterbendes, krebskrankes Mädchen zu kümmern. Oder halt einfach nur einen Videocall zu machen. Man wird ja irgendwo mal Zeit finden können, sich um sowas zu kümmern, wenn man denn schon sagt, ja, das mache ich. Wenn sie keinen Bock gehabt hat auf die Sache, hätte sie ja von Anfang an sagen können, nee, mache ich nicht, keine Zeit, keine Ahnung, pipapo. Da wären weniger Leute wütend auf sie geworden, wie das, was sie gemacht hat, von wegen, ja, keine Zeit, kann ich nicht, wann anders und immer weiter weggedrückt. Bis irgendwann hat sie dann doch mal ein Video geschickt. Nicht kein Videocall, es wird von einem Video geredet. Als ob sie das nicht irgendwo mal anders aufnehmen können und sich hinsetzen können und ein Video aufnehmen können. Wenn sie doch eh ein Video schickt, hätte sie doch irgendwo mal sich Viertelstunde hinsetzen können, von mir aus, während sie von A nach B fährt und dem Mädchen noch was aufnehmen können. Und dann, ja, ist mir unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Und da wollte man wahrscheinlich gute Publicity mitnehmen, hatte aber keinen Bock, was tatsächlich zu machen. Man müsste sich ja hinsetzen und mit irgendjemandem dann reden oder das müsste man aufnehmen. Keine Ahnung, was der Gedanken dann da war. So, man wollte halt gut dastehen, aber nichts machen. Generell um unsere SS Sniper Wolf ranken sich viele Gerüchte von, sie faked ihre Gameplays früher, sie faked die Reactions, die halt, sie hat sie abgelesen von einem Google Docs. Dafür habe ich jetzt halt keine Beweise gefunden. Es gibt halt immer wieder Sachen, die als Beweis genutzt werden, dass man halt irgendwelche Spiegelungen ihrer Brille sieht. Das ist meistens einfach nur ein heller Kasten und das kann Gott weiß was sein. Das kann auch einfach ein fucking Licht sein. Was ich persönlich vermute, weil in der Mitte davor steht eine Kamera. Ich würde ja eine Kamera jetzt nicht unbedingt vor mein Bildschirm stellen. Das wird mich ja persönlich nerven. Von der Lichtquelle macht das ja ein bisschen mehr Sinn, dass halt Kamera dahinter Lichtquelle ist. Würde für mich persönlich mehr Sinn machen. Aber man kann das nicht beweisen. Aber eine Sache bewundert mich. Es gibt immer wieder, wie gesagt, Gerüchte, Dramen etc. über halt solche halbwegs belanglose Sachen. Aber dann um so Sachen wie tatsächlich Verurteilungen oder halt Anzeigen gegenüber unserer SS Sniper Wolf. Das ist irgendwie komplett untergegangen. Seit die Sache mit dem Kind war öffentlich geworden, das war eine Sache, die sie wieder bei mir in den Dunstkreis gezogen hatte. Vorher war sie immer mal wieder da, weil sich Leute beschwert haben, oh, sie hat Gameplays gefaked, oh, ihre Reactions und so weiter, war halt jetzt so, ja, kann man sich beschweren, ist halt mehr so Lowball-Zeug. Aber die Gute wurde einmal festgenommen wegen Raub und einmal wegen häuslicher Gewalt. Und irgendwie finde ich es sehr seltsam, dass man über alles berichtet und sie ständig wieder irgendwie auftaucht mit irgendwelchen Sachen oder irgendwelchen Gerüchten. Und dann gibt es sowas. Irgendwie finde ich das absurd. Ja, Prioritäten müssen gesetzt werden anscheinend. Wie gesagt, vielleicht ist es auch an mir komplett vorbeigezogen, weil ich sie nicht aktiv verfolgt habe, weil es mich halt einfach nicht juckt hat, was sie da macht oder nicht. Es gab auch immer wieder Dramen mit anderen Creatoren, die halt im Prinzip das Gleiche machen, sie setzen sich hin und reagieren und sie hat immer mal wieder bewiesen, wie toxisch sie ist und halt alle möglichen Leute angegriffen, die halt einfach so was machen wie sie, weil sie denkt, sie hat das erfunden. So wie die Fine Bros, die wollten ja auch irgendwie Reaction für sich halt beanspruchen und das unter Copyright setzen. Ich glaube, den gleichen Gedankengang hatte sie auch. Alle, der irgendwie, jeder, der irgendwie auf Videos reagiert, der hat ihr das abgeguckt und jeder, der halt Clickbait-Thumbnails macht, hat auch bei ihr abgeguckt oder so. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Dass man sich für so wichtig hält und so einflussreich für so belanglose Sachen, aber naja. Und die letzte Sache, die ich sprechen möchte, ist eigentlich die Sache, über die ich ein Video machen wollte. Ich weiß noch nicht, ob ich das in einem separaten Video mache, weil es noch eine aktuelle Sache ist, die halt gerade am Laufen ist.
ist der Ehestreit zwischen ihr und ihrem Ehemann Sausage, also das ist ihr, sein Nickname. Und was da abläuft, ist halt auch schon Telenovela-würdig. Da geht es halt darum, weil beide sind für alle Accounts zuständig, sie haben das gemeinsam gegründet, sie sind halt in der Ehe und momentan, wie gesagt, im Scheidungsverfahren, dazugehörigen von ihnen ausgehenden Rosenkrieg, wer für was zuständig ist. Das geht so weit, dass der eine den anderen von den Accounts ausschließt, weil der andere was gemacht haben soll, was dem anderen nicht gefällt, was halt Sponsorship-Deals und so weiter angeht. Das ist komplett absurd. Wie gesagt, das ist eine reine Telenovela. Beide Personen haben sich da mit keinerlei irgendwie rumbeklöckert. Der eine keift den anderen an. Das ist, wie gesagt, eine aktuelle Sache. Ich bin überlegen, ob ich das halt dann ein bisschen aufrüse, weil das halt schon so eine absurde Sache ist. Wer für was zuständig ist, da werden neue Kanäle gemacht, wo das Zeug von den ursprünglichen Kanälen recycelt wird, aber damit der andere da nichts abkriegt, wird das separat gemacht und deswegen wird der eine aus den kompletten Accounts ausgeschlossen, dass nichts recycelt werden kann und jetzt wird halt gekämpft, wer wie wo wann was ist. Da kam dann halt auch durch Dokumente zum Vorschein, dass der vorher genannte Sexy Sniper-Account, der halt immer vehement ja zur Seite geschoben wurde und immer gesagt hat, nee, damit, das sind wir nicht, damit hat sie nichts zu tun, dass der dann wirklich von ihr ist und dass man sich halt davon distanziert hat, weil die Reputation da komplette Katastrophe ist, weil man sehr viel Loot-Shit gemacht hat, dass man sehr toxisch unterwegs ist, auch Sachen mit Rassismus und so weiter, dass das alles beiseite geschoben wurde, mit SS-Sniper wohl von vorne gemacht wurde und dass er quasi im Hintergrund die Strippen zieht, sie vorne das Gesicht ist und ich sag, das ist eine komplett absurde Situation. Da werde ich, wie gesagt, eventuell ein eigenes Video zu machen. Das war das ursprüngliche Video, was ich machen wollte. Den Docs fand ich jetzt irgendwo dann doch spannender und wichtiger, den zu erwähnen und halt noch absurder wie das, was hinten ist. Und ich sag, bei der Person SF Sniper wundert mich momentan nichts mehr, was passiert ist. Es ist so viel Shit da gerade abgelaufen und es kommt so viel mehr ans Tageslicht, wo ich mich wundere, dass die Person halt so lange in so gutem Licht dastehen konnte, wie sie es momentan tatsächlich tut. Sie ist halt wirklich eine goldene Gans für YouTube. Sie hat echt hohe Aufrufzahlen auf ihren kompletten Kanälen, steht ihr eigentlich relativ gut im Licht. Trotz dem Ganzen, was sie so treibt und die ganzen ja, Gerüchte um sie. Das ganze Ding ist so absurd, man könnte wirklich meinen, das wäre irgendwie ein South Park Sketch oder irgendein Ding, was ein Böhmermann hochzieht, um, keine Ahnung, irgendwas zu beweisen. Was weiß ich. Das ist so absurd, das kann nicht real sein. Und dort sitzen wir hier. Und wahrscheinlich ist es real und keine Ahnung. Das ganze Ding. Ich bedanke mich, dass ihr so weit geschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video entweder über was komplett anderes oder ich werde mal dieses Gerichtsding aufdröseln, weil, wie gesagt, das hat was von Telenovela. Das ist zu absurd, da muss man mal drüber sprechen und sich das anschauen.